Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Menschen zwischen Gut und Böse hin und her gerissen sind? Warum wir das Gute tun wollen, aber oftmals uns dann doch für das Böse entscheiden? Warum wir in einer Welt leben, in der das Gute und das Böse gleichzeitig vorhanden sind? Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. In dieser Folge werden wir in der biblischen Geschichte der Frage nach dem Guten und dem Bösen nachgehen. Doch zuvor noch eine kurze Erinnerung an unsere Regeln für das Lesen. Erstens, wir lassen uns auf die in den Geschichten vorgestellte Welt ganz ein und nehmen die Geschichten so, wie sie sind. Zweitens, wir lesen die Geschichten mit einer unbekannten Zukunft. Das heißt, wir importieren kein späteres Wissen aus zukünftigen Kapiteln, um die Geschichte zu erklären oder zu verstehen, die wir gerade lesen. Sollten wir an Punkten kommen, die wir nicht verstehen, dann lassen wir sie stehen. Vielleicht verstehen wir sie später. Und drittens, wir achten darauf, dass wir nicht unsere Meinungen und Vorstellungen in den Text hineinprojizieren, sondern versuchen, die Deutung aus dem Text herauskommen zu lassen. Das erfordert, dass wir natürlich genau hinschauen und genau lesen. Beim letzten Mal sind wir an dem Punkt stehen geblieben, als der Mensch geschaffen wurde, Mann und Frau sich zum ersten Mal begegnen und Adam, also der Mann, in diese Freude so ausbricht: Ja, endlich jemand da, der mir entspricht, ein Gegenüber, jemand, der mir hilft. Interessant habe ich mir gedacht, eigentlich ist oder scheint es der biblischen Geschichte nach so zu sein, dass ein Mann jemand ist, der sich helfen lassen kann, beziehungsweise sogar helfen lassen muss. Das ist vielleicht etwas, was wiederum wir so aus unserer normalen Vorstellung her nicht so kennen. Denn da meint man, Männer müssen stark sein, Männer dürfen keine Schwäche zeigen. Ja, gut, das hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert. Aber hier dieser Geschichte nach wird deutlich, ein Mann braucht ein Gegenüber, eine Hilfe, jemand, der ihm entspricht und ihm hilft. Wir lesen weiter. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Vielleicht noch mal kurz vorweg: Dieser Abschnitt, den wir jetzt gerade gemeinsam lesen, das wird wohl für die meisten, sagen wir mal, der schwierigste Abschnitt sein, wo man nicht sofort schon mit Bildern und Vorstellungen kommt. Selbst wenn man jetzt die Geschichte im Detail nicht kennt, man kennt sie vielleicht aus dem Geschichtsunterricht oder zumindest aus der Werbung, die Schlange und die Frucht, der Apfel und so weiter und so weiter. Versuchen Sie mal, ich probiere es auch, all das mal hinten anstehen zu lassen. Kein Wissen zu importieren, sondern die Geschichte mal so zu nehmen, wie sie da steht. Und natürlich fällt mir dann sofort auf, es wird von einer Schlange gesprochen, von der Schlange, die Schlange, also sie wird sogar schon bestimmt nicht eine Schlange, sondern die Schlange. Und es wird gesagt, sie war listiger. Andere Übersetzungen sagen klüger als alle Tiere des Feldes. Und natürlich könnte ich mir als Leser jetzt die Frage stellen, ja, ist das jetzt schlimm? Wie gesagt, wenn man die Geschichte mal wegblendet, sondern sie jetzt so nimmt, ist es doch nicht schlimm, wenn man klug ist. Ja, listig hat schon so einen Beigeschmack in unserer Sprache. Aber noch ist eigentlich alles neutral. Vor allem der Nachsatz: Listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und wir haben ja in der Geschichte gehört, Gott hat geschaffen. Er hat sich alles angeschaut, was er geschaffen hat, und es war alles gut. Am sechsten Tag sagt er sogar sehr gut. Also ist doch kein Problem, dass die Schlange klug oder listig ist. Wir sind es ja gewohnt, dass Gott spricht. Und Gott sprach, und Gott sprach, und Gott sprach. Und jetzt spricht die Schlange. Und da bleibe ich jetzt als Leser wieder hängen und denke mir: Moment mal, wie die Schlange spricht. Das ist etwas, was wir aus unserer Erfahrungswelt nicht kennen. Tiere sprechen nicht. Ja, Tiere drücken sich aus, aber Tiere sprechen nicht. Und dann frage ich mich: Okay,
war es in dieser Welt damals möglich, dass Tiere sprechen? Wir haben ja gesagt, unsere Regel gemäß, wir nehmen die Geschichten so, wie sie sind, so wie sie auf uns zukommen. Wir lassen uns auf diese Welt ein. Vielleicht haben ja damals Tiere gesprochen. Also, was habe ich gemacht für mich? Und das würde ich auch Sie ermutigen zu tun, in die Geschichte zu gehen und zu lesen. Ja, Moment, haben wir irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass Tiere damals gesprochen haben? Wenn man sich das erste Kapitel durchliest bei der Erschaffung der Tiere, 1. Kapitel, Vers 22, da heißt es, und Gott segnete sie, das waren die Tiere, und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch. Wenn man sich die Erschaffung der Menschen anschaut, dann ein paar Verse später, also im Kapitel 1, Vers 26, 27 und 28, da sagt Gott in Vers 28, und Gott segnete sie, und sprach zu ihnen. Das wurde für mich so ein Hinweis, dass Gott wohl einen Unterschied macht zwischen Mensch und Tier. Er spricht zu den Tieren, aber er spricht nicht mit ihnen. Das ist dann ein Unterschied, den er hier zum Menschen macht. Da ist wohl Dialog möglich, da erwartet er eine Antwort zurück. Aber es ist ein Hinweis, es ist jetzt nichts etwas, was wirklich festgelegt ist. In der Geschichte werden wir konfrontiert mit einer sprechenden Schlange. Schauen wir, was sie sagt. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Und ich bleibe jetzt immer stehen und lese nicht weiter bewusst, denn ich will eben vermeiden, dass wir sofort schon mit dem Nächsten kommen und eigentlich so diesen Erstleseprozess eigentlich zu provozieren. Also wir haben diese Schlange von Gott geschaffen, sie ist klug, listig und sie spricht und sie stellt eine Frage. Und was ist der Inhalt ihrer Frage? Hat Gott wirklich gesagt? Jetzt frage ich mich als Leser, ist sie sich unsicher, was Gott gesagt hat? Weiß sie es nicht genau? Hat Gott wirklich, ist das eine neutrale Frage? Eine Frage des Interesses? Echt, hat er das wirklich gesagt? Manchmal hat man ja auch solche Fragen. Jemand sagt was und wir fragen einen anderen, du, hat der so und so das wirklich gesagt oder habe ich mich verhört? Weiß ich es nicht besser? Habe ich was verpasst? Und jetzt kommt der Inhalt Ihrer Frage. Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Jetzt so als Leser des Textes und dieser Geschichten wissen wir im Moment mal, das ist doch gerade umgekehrt. Von allen Bäumen des Gartens dürfen sie essen, aber von einem nicht. Dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das ist das, was so als Leser, derjenige, der zugehört hat, der sollte es jetzt wissen. Aber wie gesagt, vielleicht weiß es die Schlange nicht besser. Also fragt sie, wirklich, hat Gott wirklich das gesagt? Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange. Und wir merken, okay, die Schlange ist nicht alleine. Sie spricht nicht mit irgendjemandem, sie spricht mit der Frau. Und die Frau antwortet. Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Interessant wäre es jetzt zu wissen, wie wirkte dieses Fragen der Schlange auf die Frau? War es für sie merkwürdig? War sie überrascht? Auf einmal spricht eine Schlange? Sie stellt hier eine Frage nach Gott. Klärt sie jetzt die Schlange auf? Hilft sie der interessierten, neutral fragenden Schlange auf die Sprünge und stellt jetzt eine Sache richtig? Moment mal, weißt du, es ist nicht so, wie du fragst. Es ist eigentlich ganz anders. Und das war das, was ich vorhin auch gesagt habe. Sie sagt, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, da hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Wie bitte? Sollt sie nicht berühren?
Also wenn ich zurückgehe im Text und das nochmal lese, was Gott gesagt hat, dann sagt er, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Also da steht vom Berühren nichts da. Ja, fügt sie das hinzu? Macht sie das Gebot, das Gott gesagt hat, größer? Verschärft sie es? Ich meine, Gott sagt lediglich, nicht davon essen. Er spricht nicht davon, dass sie es nicht berühren sollen. Ist sie einer dieser Menschen, der dann, um etwas ja nicht falsch machen zu müssen, dann das Ganze noch mit noch mehr Gefahr zu vollzuladen oder sich noch weiter davon zu entfernen, das noch viel, viel, viel schärfer darzustellen, als es eigentlich gemeint war? Oder spüren wir da so auch eine Art von innerem Kampf und Auseinandersetzung? Vielleicht gedankliches Bewegen, doch von dieser Frucht zu essen, aber eben um sich zurückzuhalten, macht man die Sache, zieht man die Grenze noch viel früher, als sie von dem anderen gezogen wurde? Auf jeden Fall befindet sich jetzt die Frau in einer Situation, dass sie gefragt wird und sie gibt Auskunft. Vers 4. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Und dieser Satz mutet eigentlich so, ganz unscheinbar an. Aber zu dem Zeitpunkt entsteht eigentlich so eine zweite Welt oder besser gesagt entsteht eine Gegenmeinung, die die Frau wahrscheinlich zuvor noch nie gehört hatte. Nämlich auf der einen Seite das, was Gott sagt und auf der anderen Seite eine Kreatur von Gott geschaffen spricht und sagt, Moment mal, nee, es ist eigentlich ganz anders. Ihr werdet nicht sterben. Auf einmal sind zwei Meinungen, die im Raum stehen. Und als wäre das nicht genug, fährt die Schlange fort und sagt Folgendes. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werdet und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Das heißt, diese zwei Meinungen, die jetzt so im Raum stehen, die werden jetzt noch mit Inhalt gefüllt, zumindest von der Perspektive der Schlange, die sagt, naja, Gott hat sich hier nicht vertan. Es ist nicht so, dass er es nicht besser gewusst hätte und euch einfach jetzt eine falsche Information gegeben hat. Nein. Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr von diesem Baum essen werdet, ihr so sein werdet wie Gott. Nämlich erkennen Gutes und Böses und dann werden eure Augen aufgetan werden. Das heißt, Gott scheint hier euch, diesen ersten Menschenpaar, etwas vorzuenthalten. Er will nicht, dass ihr so werdet wie er. Aber ich sehe schon oder ich höre schon so die Fragen in den Kopf der Frau. Aber Moment mal, wir sind doch eigentlich wie Gott. Wir sind doch zu seinem Ebenbild geschaffen worden. Wir sind doch so wie er. Wie, was heißt ihr so sein werden wie Gott? Und wie ihr Denken anfängt, ja, sich so zu, wie so eine Lawine so von ihr Besitz zu nehmen. Ja, hat Gott vielleicht, Moment, hat er uns nicht alles gesagt? Will er uns etwas verschweigen? Ist da etwas? Will er uns vielleicht etwas vorenthalten, was gut ist, was erstrebenswert ist, was viel schöner und viel größer ist als das, was wir jetzt gerade haben? Gibt es vielleicht einen noch leckereren Saft als den ich gerade hier trinke und ich muss nur mit dem klarkommen? Blöd wäre ich doch, oder? Wir haben ja versucht, diese Geschichte so zu nehmen, wie sie kommt. Jetzt, wenn man ein paar Sätze weiter sich die Frage stellt, wer ist eigentlich die Schlange oder was ist los mit ihr? Weiß sie es nicht besser?
war so am Anfang unsere Überlegung. Hat sie einfach mal nachgefragt? War sie interessiert? Wollte sie wissen, was los ist? Aber wieso geht sie dann in diese Offensive? Weiß sie wirklich etwas über Gott, was bisher den Zweien vorenthalten wurde? Und ich sehe so die Frau, und wie sie an diesem Baum steht und sich fragt, ja, wem vertraue ich jetzt? Vertraue ich Gott? Oder vertraue ich dem, was die Schlange gerade mir gesagt hat? Und so zu diesen Fragen passiert dann noch etwas Interessantes in der Frau. Und die Frau sah, heißt es, und sie schaut sich diese Früchte an. Die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und ich denke mir, Moment mal, warte. Das ist doch genau dasselbe, was vorher für die anderen Bäume gegolten hat. Hier im zweiten Kapitel heißt es, als Gott diesen Garten pflanzt, und in Vers 9, und Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen, gut zur Nahrung. Ich gehe zu dem, was die Frau jetzt gerade erlebt. Sie schaut sich dem Baum der Kenntnis des Guten und des Bösen an, und das heißt, es war eine Lust für die Augen, begehrenswert. Es ist nicht so, dass sie in einer Schwarz-Weiß-Welt waren und auf einmal steht dann dieser Baum der Erkenntnis des Guten, des Bösen in Farbe da, blinkt Las Vegas und man muss irgendwie mit irgendwelchen Wellblechhütten klarkommen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal erlebt haben, dass Sie verunsichert wurden. Dass Sie dachten, Sie sind sich sicher über jemand, ein Freund, ein Arbeitskollege, ihren Partner. Und auf einmal kam jemand oder geschah etwas, wo, ja, es ist wie so ein kleiner Riss, wie so ein kleiner Spalt. Auf einmal wird man sich unsicher. Meint er das wirklich so? Hat er das wirklich so gesagt? Und dahinter steht ja dann irgendwann die Frage, meint er oder sie es wirklich gut mit mir? Kann ich ihm oder ihr vertrauen? Kann ich mich auf meinen Partner verlassen? Meint es der Arbeitskollege oder der Chef gut mit mir? Oder versucht er mich nur hintenrum irgendwie schlecht zu machen, mir etwas vorzuenthalten, was mir eigentlich gehören würde, macht er mir nur etwas vor. Und ich, wenn Sie sowas erlebt haben, dann wissen Sie, wie verunsichert man ist. Denn was vorher völlig klar war, wo Leichtigkeit und Sicherheit herrschte, ist auf einmal Unsicherheit, Verwirrung, Angst, Misstrauen. Und man fragt sich ja, was mache ich jetzt? Und ich glaube, dass diese Erfahrung, die die Frau hier erlebt hat, nicht weit weg ist von dem, was wir oft erleben. Nicht immer in diesen Ausmaßen, dass auf einmal alles oder nichts, also der Tod auf dem Spiel stehen würde, aber in viel kleineren Dingen, aber teilweise auch in großen, stehen wir als Menschen genau an diesem Punkt, sehr oft in unserem Leben. Und das, was auf einmal sich uns auftut oder aufzutun scheint, nimmt immer mehr Besitz von uns, bis wir dann wirklich es nicht mehr schaffen, damit klarzukommen und verunsichert sind, okay, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Ich lese nochmal den Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war. Und jetzt kommt noch mal so eine inhaltliche Komponente, was sie damit dann verbunden hat, persönlich Einsicht zu geben. Das heißt, sie versprach sich davon, weiterzukommen. Auf eine, anders formuliert, höhere Stufe, Erfolg, Einsicht. Da ist was. Hinter dem Essen dieser Frucht verbirgt sich eine Welt, die noch viel größer und schöner ist als das, was ich jetzt habe. Und das Fiese an dem Argument ist,
dass die Schlange sagt, ja, Gott ist doch auch so. Gott erkennt das Gute und das Böse. Und mit dem Erkennen ist hier nicht nur ein geistiges Erkennen gemeint, sondern das Böse ist auch Teil von Gott. Also es meint alles, Körper, Geist und Seele. Gott hat Anteil an dem Bösen, aber euch behält er im Guten. Wenn ihr nur erst beides in eure Welt hineinlasst, dann seid ihr so wie Gott. Und das, was dann geschah, wird ganz kurz, ganz schlicht, man würde meinen, fast schon zu schlicht beschrieben. Wären wir wieder in einem Film, dann wäre es alles viel dramatischer mit Musik und Nahaufnahmen und vielleicht kurz geschnittenen Szenen, würde das jetzt so der Fokus darauf. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und das ist eigentlich das Spannende, aber gleichzeitig auch das Schwierige an diesen Texten in der Bibel, weil sie so dicht und so kurz sind und weil sie so viel Raum geben dafür, dass wir uns als Mensch in sie hineinbewegen und sie uns nicht alles genau vorsetzen, wirken sie ja so, ja, so schlecht. Aber in diesen, und sie nahm von der Frucht und aß, überschritt sie für sich selbst eine Grenze, die für sie den Tod bedeutete. Zumindest in der Ankündigung, wie Gott es hier gesagt hat. Das ist die Frage, wer hat Recht? Hat Gott Recht? Wird sie wirklich sterben? Oder hat die Schlange Recht? Und wie gesagt, bleiben Sie in dieser Spannung drin, nicht sofort, ah ja klar, ich weiß schon, ah ja klar, ich habe schon gesehen, ja, ich kenne schon. Nein, nein, bleiben Sie in dieser Spannung drin. Wer hat jetzt Recht? Hat die Schlange Recht? Oder hat Gott Recht? Und das stand hier auf dem Spiel. Die Frau musste sich entscheiden zwischen Schlange und zwischen Frau, zwischen Gott. Wem vertraut sie? Und jetzt kommt ein Nachsatz in diesem, nachdem sie davon nahm und aß, der es auch in sich hat. Und sie gab ihrem Mann bei sich und er aß. Und jetzt frage ich mich, okay, was ist jetzt hier mit Adam los, wenn er dabei war und das alles miterlebt hat und es jetzt einfach nimmt? Okay, ich sag's mal einfach so, wie es ist. Wieso sagt er nichts? War er so wie beim Tennisspielen, hat er so immer so geschaut, okay, die Schlange redet, aha, und Gott redet, und die Schlange redet, und Gott redet, okay, die Schlange redet, und Gott redet, und meine Frau redet, nee, nicht Gott redet, die Frau redet, ja gut, und die Frau nimmt von der Frucht, isst, und ich so, oh gut, Schatz, nehme ich auch und esse. Mag sein, dass es so, dass er so war, aber mir scheint, dass dieses bei ihr hier nicht lokal ist, sondern eher zu ihr gehörend bedeutet. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall steht, nimmt die Frau von dieser Frucht, isst und sie bietet jetzt ihrem Mann diese Frucht an. Und der Mann steht vor einer ganz anderen Entscheidung wie die Frau. Die Frau musste sich entscheiden, vertraue ich der Schlange oder vertraue ich Gott? Der Mann steht jetzt vor der Entscheidung, nehme ich die Frucht von meiner Frau und folge ihr in ihrer Entscheidung? Oder vertraue ich Gott und tue nach dem, was er gesagt hat und esse von dieser Frucht nicht? Und das ist keine einfache Entscheidung. Und als Leser dieser Geschichten denke ich mir, die Spannung wird sogar noch dadurch vergrößert, weil er ja jemand ist, der Einsamkeit erlebt hat. Er weiß, was es ist oder was es bedeutet, durch die Welt zu gehen, nach einem Gegenüber zu suchen, aber dieses Gegenüber nicht zu finden. Und ich frage mich, entscheidet er sich dann aus Einsamkeit, aus Angst vor dieser Einsamkeit, Angst vor diesem Alleinesein? Will er ihr folgen, weil er sie liebt? Und natürlich könnte man dieses Liebesargument hier anbringen und sagen, wenn du mich wirklich liebst, dann wirst du. Was hätten sie denn gemacht? Und vielleicht würden jetzt manche sagen, ja gut, ich bin ja kein Mann, ich bin eine Frau, ja, was hätten Sie dann in Ihrer Situation gemacht? Ich habe mich gefragt, hätte es eine Möglichkeit für Adam gegeben, dass er sowohl die Liebe zu seiner Frau beweist, als auch die Liebe zu Gott?
Denn er war in einer Situation, in der es scheinbar nur die Möglichkeit gab, entweder ich folge meiner Frau, denn sie hat davon genommen, ich nehme auch davon und wenn Gott wirklich recht hat, dann sterben wir gemeinsam. Oder wenn die Schlange recht hat, umso besser, dann sind wir endlich wie Gott. Oder ich bleibe bei Gott, aber ich verliere meine Frau. Und ich habe mich gefragt, hätte es denn eine andere Möglichkeit für ihn gegeben? Und ich weiß nicht, ob Sie da mitgehen, aber ich denke mir, ja, es hätte eine gegeben. Ich glaube, er hätte sagen können, ich möchte das Vertrauen zu Gott nicht durchbrechen. Ich möchte dieses Vertrauen nicht missbrauchen. Ich will meinem Gott vertrauen, denn er ist vertrauenswürdig. Aber gleichzeitig liebe ich meine Frau so sehr und ich will sie auch nicht verlieren, selbst wenn sie von dieser Frucht genommen hat. Deswegen mache ich Folgendes. Ich gehe zu Gott und sage, Gott, schau, was passiert ist. Es ist furchtbar, es ist tragisch. Aber hier ist mein Vorschlag. Ich will dir vertrauen, aber ich möchte auch meine Frau nicht verlieren. Ich will nicht, dass sie stirbt, nimm mich. Ich möchte gerne für sie sterben. Und dadurch hat er ganz klar gezeigt, dass es nicht Egoismus ist, der ihn dazu verleitet, nicht von dieser Frucht zu nehmen, weil er sich wichtiger ist wie die Frau, weil seine Beziehung zu Gott ihm wichtiger ist als die Beziehung zu seiner Frau. Damit hätte er gezeigt, ich stehe zu beiden. Aber diese Kraft und diesen Mut hat der Mann nicht gehabt. Also was macht er? Er nimmt von der Frucht, isst und folgt damit seiner Frau und bricht dadurch das Vertrauen zu Gott. Ich frage mich, ist dadurch das Vertrauen zu seiner Frau, indem er von der Frucht genommen hat, ist das Vertrauen, das die Frau ihm entgegengebracht hat, ist es gestiegen oder gesunken? Was würden Sie sagen? Haben Sie, indem Sie davon beide genommen hatten, sind Sie sich dadurch näher gekommen oder haben Sie sich voneinander entfernt? Und vor allem frage ich mich, was wird Gott machen? Was wird er dazu sagen? Wie wird er reagieren? Aber ich möchte gerne an diesem Punkt die Geschichte anhalten. Auch wenn ich gerne diese Fragen, ich würde so gerne weiterlesen und wissen, wie Gott reagiert. Aber zum Glück endet es ja hier nicht. Die Geschichte geht weiter und auch unser gemeinsames Lesen geht weiter. Aber eines müssen Sie mir versprechen, Sie dürfen nicht ohne mich weiterlesen. Sie können den Text davor lesen, aber nicht weiterlesen, das machen wir gemeinsam. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Sollten Sie Sendungen verpasst haben, dann ist es kein Problem. Gehen Sie doch in die Mediathek des Hope Channels oder auf die glaubeneinfach.com Webseite. Dort finden Sie alle Sendungen, die Sie in Ruhe nochmal anschauen können. Soweit für heute. Ich freue mich auf Sie das nächste Mal bei Glaubengeschichten hier auf dem Hope Channel.